Der Zauber beginnt. Du spürst in deinem Körper und du spürst um dich herum etwas ganz Neues darf wieder entstehen. Du spürst die Aufregung in deinem Bauch. Du spürst das Licht, was zu dir kommt, was dich erreichen möchte. Wieder ein neuer Tag, neue Momente, die gelebt werden möchten. Und du weißt noch gar nicht wie. Du weißt nicht, was geschieht. Eine Aufregung kommt zu dir, weil wieder mal etwas ganz Neues in dir geboren werden möchte. Du nimmst viel Licht wahr. Es ist so ein bisschen wie, als wenn du zum ersten Mal an diesem Ort bist und du spürst deinen Körper, wie er da liegt. Und du atmest. Durch die Nase ein, durch den Mund aus. Ganz, ganz tief, als wenn du zum ersten Mal atmen würdest. Deine Lungen voll lässt und vollsaugst mit frischer Energie, mit Lebensenergie. Und genießt es. In deinem ganz eigenen Tempo, in deiner eigenen Art zu atmen. Es atmet dich. Du wirst geatmet. Lass dich atmen. Lass dich atmen. Schließe deine Augen, wenn sie noch nicht geschlossen sind. Öffne dein Herz für alles, was zu dir kommen möchte und was du bereit bist, zu dir zu lassen. Öffne dich für diese Energie.
Es atmet dich. Und wie du da so bist in deinem Sein, in deinem Atmen. Lässt du ganz wie von Zauberhand, wie von ganz alleine die Bilder in dir auftauchen, die zu dir kommen möchten. Du bist verbunden mit dem Himmel und der Erde. Nimm das wahr. Du liegst auf dem Boden und unterhalb deines Körpers entstehen kleine Wurzeln, die aus deinem Körper in den Boden gehen. Ganz, ganz kleine, kleine Wurzeln. Und gleichzeitig nimmst du von oben ein unglaubliches helles Licht wahr. Es ist so hell und so scheinend und glitzernd in verschiedenen Farben, die du wahrnehmen kannst. Vielleicht ist es ein silbriges, ein goldenes Glitzern. Vielleicht ist es gelb oder vielleicht ist es auch rosa und vielleicht ist es auch hellblau oder andere Farben. Und spüre jetzt, wie das Licht von oben deinen Körper erwärmt. Das Licht bildet eine ganz warme Schicht und legt sich über deinen Körper. Es umhüllt dich. Du kannst es dir da drin ganz gemütlich und wohlig warm machen. In dieser Haut von göttlichem Licht kann alles in dir heilen. Was noch in dir heilen möchte. Lass es zu, wenn es jetzt der richtige Augenblick ist. Und spür gut rein, ob die Wärme die Strahlen
an welcher Stelle sie zu dir kommen, wie sie sich anfühlen, wie sie auf deiner Haut liegen und wie du wahrnehmen kannst, dass du so unglaublich beschützt bist. Die Verbindung, du in deiner eingehüllten Lichtschicht, wo Gutes rein und nicht so Gutes oder das, was gehen darf, rausfließt. Ist die Verbindung zu dem schöpfenden Licht, die Kraft aus dem Universum oder wie auch immer du dir das vorstellst, so, so groß. Und du spürst die Verbindung nach oben, wie von oben, wie aus einem Trichter, wie ein Dreieck nach oben ganz viel heilende Energie jetzt zu dir fließt. Und du nimmst es an in deiner persönlichen Weise, wie du es annehmen möchtest. Du spürst die Wärme, die Geborgenheit, die Liebe, die Kraft von oben, die dich unterstützen möchte in deinem Sein, in deinem Glück. In deiner fantastischen Art. Und du nimmst es alles an, du darfst es annehmen, du hast es verdient, im Licht zu stehen, das Gute jetzt zu dir fließen zu lassen. Und dich zu öffnen für all das, was Gutes zu dir kommen mag. Und du stellst es dir vor wie so eine Flut an Licht, die dich jetzt erreicht. Und du atmest. Du atmest in diese Flut rein. Atme in diese Flut rein. Und du kannst dir vorstellen, dass die zarten kleinen Wurzeln im unteren Bereich deines Körpers stark genug sind, dir Stabilität und Halt für dein Leben zu geben. Und du atmest die Wellen des Lichts. Du kannst dich auch wiegen in diesen Wellen. Du
Du kannst dir auch vorstellen, dass du am Meer oder an einem großen Wasser bist. Es umwellt dich. Das Licht verwandelt sich in Bewegung, in Wellenbewegungen. Du kannst dich wiegen. Du kannst auch beginnen, dich zu bewegen in diesem Licht. Beginne deine eigene Licht-Zauber-Wellenreise. Halte die Augen geschlossen und tauche ganz ab in deine innere Welt und bleib da, wo du bist. In dir bist du genau richtig und die Wellen erreichen dich. Du bist mit den Wellen unterwegs. Das Licht von oben, die Farben, die jetzt passend sind. Vielleicht ist es ein leichtes Blau, vielleicht dunkles Blau, vielleicht getränkt mit einem Schaum von Weiß. So wie es am Meer manchmal aussieht. Du kennst das Meer. Bewege dich in diesen Wellenbewegungen. Lass dich durchtränken vom lichtvollen Wasser. Das Wasser wird begleitet durch das Licht mit Glitzer und Zauber. Da gibt es verschiedene Abstufungen. Komm in Bewegung. Lass es durch dich durchfließen. Und lass diese Bewegungen langsam größer werden. Ins Fließen. Fließende Bewegungen entstehen aus deinem Körper heraus. Wie von selbst, lass dich im Fließen bewegen. Und es kommt noch mal einmal eine wildere Welle zu dir. Diese wildere Welle möchte gerne dich mitreißen. Lass dich mitreißen. Nimm deinen Atem mit und bewege deinen Körper. Lass dich bewegen von deinem Körper. Der Atem darf an seine Grenzen kommen. Die Bewegung verändert sich. Lass es zu, lass alle Bewegungen zu. Und atme. Atme in alle Zellen. Lass die großen Wellen
dich finden. Bewege dich. Und es wird langsam wieder etwas ruhiger. Du lässt es wieder leicht abklingen. Und ausklingen. Und genießt nach diese tobende Welle, da mitgegangen zu sein. Wirst ganz ruhig. Du wirst ganz ruhig und spürst nach. Auf deinem Gesicht macht sich ein ganz schönes, wundervolles Lächeln breit. Durchtränkt von Dankbarkeit und wunderbarem, lichtvollem Sein. Und du genießt Glitzerregen fällt aus dem Himmel auf dich drauf. Und bildet eine ganz dich behütende Schicht und heilende Botschaft für dich. Wie ist die Botschaft, die du heute empfangen möchtest? Was darf heute in dir weiterleben? Was darf heute in dir geboren werden? Was darf heute von dir in die Welt getragen werden? Was darf heute die Welt von Zauber durch dich erfahren? Was möchtest du heute teilen? Was darf dich begleiten? Aus dem Körper heraus. Aus dem tiefen eigenen Wissen, aus deiner eigenen inneren Urkraft kommt immer die richtige Antwort. Lausche deiner inneren Wahrheit. Lausche nach innen
wenn es im Außen sehr turbulent zugeht. Lass dich berieseln von dem Glitzer aus dem Himmel. Lass dich begleiten und unterstützen. Lass dich verzaubern. Wie von Engelshand. Bedanke dich bei dir selbst, was durch dich und dein Wesen jetzt geboren werden durfte. Und was du weiter in die Welt bringen möchtest. Trau dich, so wie ich mich jetzt getraut habe, den ersten Schritt zu tun und gar nicht zu wissen, wo man am Ende landet. Mit dem Wissen und dem Vertrauen, mit dem Wissen und dem Vertrauen, dass nach dem einen Schritt der nächste richtige, gute Schritt folgen wird. Und wenn du magst, kannst du vor deinem Auge dir vorstellen, wie du jetzt mit dem Satz, der dir vorhin vielleicht gekommen ist, was du gerne heute erschaffen möchtest oder auch morgen oder übermorgen, dass du jetzt mit diesem Gedanken den ersten Schritt auf den Boden setzt, dich aufrichtest und dir innerlich sagst, ja, ich mache jetzt den ersten Schritt. Und du stellst dir einen Weg vor. Vielleicht ist dieser Weg, du kannst noch nicht hinten alles sehen. Das brauchst du auch gar nicht. Stell dir deine Farben vor. Vielleicht ist er ein wundervoll kraftvolles Grün um dich herum. Und vielleicht ist von oben wieder das helle Licht für dich da. Und dieser Glitzerregen kommt immer noch von oben runter. Und du setzt jetzt ganz gezielt den ersten Schritt
mit der inneren Kraft, die dich unterstützt, auf diesen wunderbaren Boden auf, den du vor dir siehst, den du geschaffen hast. Vielleicht ist da auch Moos auf dem Boden. Da ist ganz viel helle Farben und grün und saftig und sprießend und wilde Blumen vielleicht wachsen am Wegesrand und du kannst vor dir vielleicht oder rechts und links Bäume sehen, Pflanzen sehen. Und du setzt den ersten Fußschritt auf und du setzt ihn ab und du spürst, wie angenehm das ist, deinen Fuß in dieses neue Feld, in diesen neuen Weg, in diese neue Errungenschaft reinzusetzen. Und du nimmst es jetzt wahr mit allen Fasern deines Körpers. Und du spürst, dass du eine Gänsehaut bekommst. Vielleicht auch eine andere Reaktion. Irgendwas, wo du merkst, es ist wahrhaftig, es ist jetzt, es ist real. Du machst es ja, du tust es, du bist losgegangen. Du hast deine Kraft eingesetzt. Und du setzt den Fuß jetzt ab und du genießt und du genießt und atmest. Du atmest tief und du nimmst es wahr. Du bist nicht sitzen geblieben. Du bist gegangen. Du hast den ersten Schritt gemacht und du machst jetzt den zweiten und du nimmst deinen nächsten Fuß und du setzt den nächsten Fuß in diesen neuen Weg für dich und du setzt ihn rein. Und der zweite Schritt ist genauso schön wie der erste. Er ist auch getränkt von Wahrhaftigkeit, von Kraft, von Schöpferkraft, von Liebe, von Geborgenheit, von Frieden, von Wahrhaftigkeit, von vielen bunten Farben, die dein System umkreisen, von einem Glitzerregen, der von oben kommt und du beschützt bist und du setzt den dritten Schritt und du gehst nämlich wieder weiter und du nimmst den nächsten Schritt und der ist durchtränkt von Farben von Frieden, von Wellen, von Fließen, von Gleiten, von bei dir sein, vom Leben, vom Gehen. Und du gehst immer weiter, du lässt immer weiter los und du gehst einfach. Und aus diesem Gehen, du gehst einfach immer weiter diesen Weg, das, was du dir vorstellst, die Farben, die Zauberwesen. Gehe, geh deinen Weg. Du kannst ihn so in deiner Form gehen, wie es für dich richtig erscheint, wie es für dich richtig ist. Umhüllt vom Fließen, vom Zauber, von dem Licht, von der Sonne. Und daraus erwächst ein kleiner Tanz. Der Tanz in dein Leben rein, in dieses Neue, in dieses neue Leben. Mit der Intention, die du gesetzt hast und du schaust und spürst, stell dir eine wunderbare Musik vor, die aus deinem Inneren kommt. Welche Klänge kommen zu dir über die Farben vielleicht, über das Wohlbehütetsein,
bewege dich in deiner Art, im Fließen, im Glitzer. Nimm dir dafür einen Moment Zeit. Ich gebe dir jetzt ein paar Minuten. Tanze deinen Tanz. Berühre deine Seele. Lass dich tanzen aus dem Inneren. Deine Bewegungen werden langsam, vielleicht wieder etwas ruhiger. Und du stellst dir vor, dass du von deinem höheren Selbst runterblickst auf dich. Und ein Foto machst. Von dir, wie du da in deinem Geschehen bist. Mit den Farben, vielleicht den Gerüchen. Halte diesen Moment fest. Wie ein inneres Bild, was du machst für dich. Dann kommst du wieder zurück in deinen Körper. Kannst deinen Körper mal abstreifen, ihn berühren, den ganzen Körper. Vielleicht die Hände einmal durchs Gesicht streichen. Die Wahrhaftigkeit, dass du hier auf dieser Erde bist und dich einmal am ganzen Körper einmal überall berühren, an den Schultern, im Nacken. Brustbein, am Bauch, richtig da mal so berühren, anfassen. Vielleicht magst du auch ein bisschen so wie so ein kräftiges Kneten. Dann die Beine runter, erstmal hinten Kreuzbein noch. Hinten runter, die Beine runter. So ein richtiges Aufwachen, ein Aufwachen und dann die Waden, die Knie, die Waden meine ich, die Knöchel. Und
Und dann die Füße runter. Du kannst deine Füße auch einmal von oben und von unten durchkneten. Nochmal so richtig reingenießen in das, was jetzt in dir an Lichtvollem entstanden ist und das Genießen, den Körper zu berühren. Ja, vielen Dank fürs Einlassen. Es hat mir eine sehr große Freude bereitet, dich heute in dieser Reise, in dieser ersten Tanzreise zu begleiten. In dieser ersten Tanzreise, in dieser Form natürlich. Und ja, würde mich sehr freuen, von dir wieder was zu hören. Ich wünsche dir einen zauberhaften Tag mit ganz viel heilender Energie und Kraft von unten und von oben. Und in diesem Sinne eine ganz wundervolle Zeit. Liebe Grüße, deine Britta.